Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 155 Symbiose, zweiter Teil. Es dauerte gar nicht lang, da waren Mr. Wobble und Sanguini gekommen. Im Gegensatz zu den Mythen der Muggelwelt zerfiel Sanguini bei Sonnenlicht nicht zu Staub, wich beim Anblick eines Kreuzes nicht zurück. Und er konnte seine Existenz auch durch andere Dinge als durch einen durch das Herz getriebenen Flock einbüßen. Wenn sein Körper auch um einiges kräftiger und widerstandsfähiger war als der eines normalen Menschen. Hermine erinnerte sich sogar daran, dass Mr. Sanguini auf einer Weihnachtsparty von Professor Slughorns Pasteten zu sich genommen hatte, obwohl er wohl lieber über die hübschen jungen Mädchen hergefallen wäre. Sie hatte Mr. Wobble per Handschlag begrüßt, Sanguini jedoch nur freundlich zugenickt, wofür der sehr dankbar schien. Aufmerksam hörte sie zu, als die beiden abwechselnd über bestimmte Problematiken sprachen. Sanguini hat es übertrieben und fast 4 Wochen lang gar kein Blut mehr zu sich genommen, erzählte Mr. Wobble. Dann nehme ich an, begann Severus an Sanguini gerichtet, dass sie keinerlei Appetit verspürt haben? Der gut aussehende Vampir antwortete gewissenhaft. Normale Speisen schienen ausreichend und ich habe durch die Wirkung des Trankes nicht bemerkt, dass ich schwächer geworden bin. Es sah elend aus. Ich hatte wirklich Angst, warf Mr. Wobble erbost ein, bevor er seinen Freund besorgt musterte. Severus streckte seinen Rücken und sprach mit lehrerhafter Stimme zu Sanguini. Ich hatte ihn nahegelegt, ihrem Körper wenigstens alle 2 Wochen eine kleine Dosis Blut zuzuführen. Sanguini nickte und schaute beschämt zu Boden. Hermine wartete nur noch darauf, dass Severus ihm Hauspunkte abziehen würde. Nichtsdestotrotz, fuhr Severus fort, haben sie mir einen großen Gefallen erwiesen. Vielleicht schaffe ich es, den Trank so zu modifizieren, dass ein Vampir ihn, ähnlich wie ein Werwolf, nur einmal im Monat einnehmen muss und nicht täglich. Er blickte auf die Unterlagen, die Mr. Wobble ihm gereicht hatte, und fragte: Gibt es sonst noch etwas, was Sie mir persönlich mitteilen möchten? Nein, sagte Mr. Wobble kopfschüttelnd. Alles andere haben wir genau notiert. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Kooperation. Severus näherte sich einem Schrank und zog ein Säckchen Galeonen heraus, die Mr. Wobble annahm, weil Sanguini sich nichts aus der Bezahlung zu machen schien. Wir sehen uns Ende Januar. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, kann es gut möglich sein, dass der neue Trank den Durst nicht unterdrückt. Sollte das der Fall sein, dann melden Sie sich unverzüglich. Die beiden Gäste hatten das Labor gerade mit dem Kästchen neue Ampullen verlassen, da sagte Hermine: Sanguini sah nicht gerade sehr glücklich aus. Er befürchtet, dass alles wie früher werden könnte, sich mindestens einmal am Tag mit frischem Blut versorgen zu müssen. Schon vor einigen Wochen hatte er mir gesagt, dass er den Trank selbst in seinem unfertigen Zustand weiterhin einnehmen würde. So bereit wäre, dafür zu zahlen, sollte ich keine besseren Resultate erzielen können. Allein durch die Tests hat sein Leben sich gebessert, antwortete Severus mit fachkundiger Stimme. Einen Moment lang dachte Hermine nach, bevor sie behutsam fragte: Sind Mr. Wobble und Sanguini... Naja... Was sind Mr. Wobble und Sanguini? Wiederholte er ungeduldig. Hermine schalt sich selbst, über solche Dinge nicht offen reden zu können, denn immerhin hielt sie sich für sehr offenherzig. Sie gab sich einen Ruck und fragte: Sind die beiden ein Paar? Eine einzige Augenbraue wanderte für einen kurzen Moment nach oben, bevor er die Gegenfrage stellte. Würde es Sie schockieren, sollte ich das bejahen? Nein, sagte sie ehrlich. Die Unterlagen zusammenpackend, erklärte Severus.
Sie sind kein Paar. Ihre sehr enge Zusammenarbeit ist für beide vom großen Vorteil. Inwiefern? Ich meine, ich weiß, dass Sanguini sich erhofft, dass er durch ihren Trank irgendwann kein Blut mehr zu sich nehmen muss. Aber wie profitiert Mr. Wobble davon? Diese Frage stellen Sie tatsächlich? Es müsste Ihnen geläufig sein, dass Wobble der fachkundigste Vampirforscher der Welt ist. Jeder, der Bücher über Vampire benötigt, wird sich eines von ihm zulegen. Vielleicht sogar die ganze Reihe. Sein erstes Werk Blutsbrüder ist noch sehr oberflächlich gehalten, denn er musste vorsichtig sein. Vampire werden von der magischen Gesellschaft noch immer als minderwertig erachtet. Mit Blutsbrüder hat er sich an ein Tabuthema herangewagt, das ihm auch hätte den Kopf kosten können. Nur im übertragenen Sinne, in Bezug auf seine gesellschaftliche Stellung. Severus kam einige Schritte auf Hermine zu. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, inwiefern Mr. Wobble von dieser ungewöhnlichen Verbindung profitiert. Es mag sich im ersten Moment grausam anhören, aber Mr. Wobble macht mit Sanguini sein Geld. Sanguini hingegen profitiert von neuen Erkenntnissen, die Mr. Wobble während seiner Forschung erlangt. Seinen Kopf ein wenig schräg legend, fügte er amüsiert hinzu. Zudem hat Mr. Sanguini Mr. Wobble einen festen Partner für die regelmäßige Blutzufuhr gefunden. Ein Preis, den Mr. Wobble zu zahlen bereit ist. Er hatte deswegen auch das Pulver erfunden, welches Bisswunden wie die ihre sehr schnell und ohne Komplikation heilen lässt. Nachdem er direkt auf Mr. Caedes zu sprechen gekommen war, ahnte Hermine, dass sie zwei rote Flecken auf den Wangen haben musste, doch Severus schien das zu amüsieren. Eine Art Symbiose also? Fragte Hermine unsicher. Die Lippen spitzend schaute Severus einen Moment lang weg, während er nachdachte, bevor er zustimmte. Ja, eine Symbiose. Das Zusammenleben von zwei Individuen unterschiedlicher Art, die für beide von Vorteil ist. Es gibt leider eine Menge engstirniger Menschen, die verneinen, dass so eine Vergesellschaftung zwischen Vampir und Mensch möglich wäre. Konservative, philiströse Klugredner, die eines Tages vergessen haben, was das Wort Fortschritt bedeutet. Menschen, Hermine, mit denen auch Sie sich auseinandersetzen werden müssen, wenn Sie in der Öffentlichkeit Ihren Farbtrank vorstellen. Sie schluckte aufgeregt, denn seine Worte hatten sie verunsichert. Er ging fest davon aus, dass sie von einigen Menschen wegen der Erkenntnisse, die ihr Trank ans Tageslicht gebracht hatte, angefeindet werden würde. Was Ihren Farbtrank betrifft, Hermine, sagte er, und sie hoffte, dass er das Gespräch suchen würde, um zu erfahren, welche Veränderung sie bei ihm ausgemacht hatte. Ich habe all ihre Ergebnisse gelesen, auch die über Muggel, die Mrs. Black getestet hat. Ich bin in gewisser Weise beruhigt, dass ihre Eltern die Ausnahme zu sein scheinen. Hermine nickte zustimmend, denn bei keinem Muggel, dem Anne den Trank eingeflößt hatte, hatte es eine farbliche Reaktion gegeben. Das lässt mich vermuten, dass es sich nur um sehr wenige Muggel handelt, die den Hauch von Magie inhaben, die sie durch den Vorgang der... Einer seiner Mundwinkel hob sich vergnügt. Zeugung an ein gemeinsames Kind weitergeben können. Die roten Stellen auf Hermines Wangen frischten auf. Sie sollten in Erwägung ziehen, all ihre muggelgeborenen Freunde darum zu bitten, den Trank an ihren Eltern testen zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass wenigstens ein Elternteil ein wenig Magie aufweisen wird. Es war ihr nicht entgangen, dass er ihre Wangen betrachtete. Die kleinen Fältchen um seine Augen herum konnte sie nicht missverstehen, denn er schien amüsiert. Interessant wäre es auch zu erfahren, begann er mit ungewohnt lebendigen Augen, welche Ergebnisse die Eltern von Squibs zeigen. Wenn eine magische Störung bei beiden oder einem Elternteil vorhanden wäre, könnte man den Verdacht hegen, dass diese mögliche Störung an die Squibs vererbt worden war. Ein schelmisches Schmunzeln breitete sich auf seinem Gesicht aus, bevor er ihr offenbarte. Möglicherweise, aber das ist nur eine sehr vage Theorie, auf die ich gekommen bin, als ich mir nochmals die Ergebnisse von ihren Eltern angesehen habe, könnte auch die vorhandene Zuneigung zwischen zwei Individuen eine Rolle spielen, die einen nicht unbedeutenden Aspekt auszumachen scheint. Weil sie fragend ihre Stirn runzelte, wurde er ein wenig deutlicher. Einen nicht unbedeutenden Aspekt während des Akts. So heiß fühlten sich ihre Wangen schon lange nicht mehr an. Sie befürchtete, dass sie bis zum Hals hinunter rot sein musste. Das machen Sie mit Absicht, kreidete sie ihm an, und er wagte es tatsächlich zu grinsen.
Vielleicht mag ich die Farbe in ihrem Gesicht? Wiegelte er Kess ab. Wo wir gerade von Farbe sprechen? Hermine war bereit, zurückzuschießen. Sie können mir schriftlich Antwort geben. Heute würde ich gern... Sie unterbrach ihn perplex und wiederholte ungläubig. Schriftlich? Schriftlich, bestätigte er. Das ist doch Unfug, Severus. Wir können darüber reden. Das ist viel einfacher. Sie hatte nicht vor, dass ihre Stimme so weinerlich klingen sollte. Ich habe weder Lust noch Zeit, mich mit Dingen zu befassen, die ich an andere delegiert habe. Gerade setzte Hermine dazu an, sich Luft zu machen. Da klopfte es unerwartet. Nach einem knappen Herein öffnete sich die Tür und Albus trat hinein, gefolgt von Blaise Zambini, der beide höflich grüßte. Gleichermaßen verwundert über diesen Besuch, brauchten weder Severus noch Hermine nach dem Begehr zu fragen, denn Albus erklärte. Mr. Zambini ist zu mir gekommen, weil er von Professor Junot erfahren hat, dass die erste und bisher leider wohl auch einzige Antwort mit einem hilfreichen Hinweis in Bezug auf das Leiden von Miss Parkinson aus Hogwarts stammte. Da ich mich der Anfrage aus dem Mungus nicht persönlich angenommen hatte, wollte ich Mr. Zambini mit seinem Anliegen gerne Ihnen beiden anvertrauen. Albus hielt die Etikette und verwandte die höfliche Anrede bei Hermine und Severus. Ich würde sehr gerne mit Ihnen reden, Professor Snape, sagte Blaise zu seinem ehemaligen Hauslehrer, der ihm bejahend zunickte. Während Albus sich wieder verabschiedete, bot Severus dem dunkelhäutigen jungen Mann einen Platz an. Wo ist deine Tochter? Fragte Hermine vertraut, denn auf der Hochzeit von Draco und Susan hatte sie ihn ein wenig näher kennengelernt, hatte ihn an diesem einen Tag besser kennengelernt als die ganzen Jahre zuvor, in denen sie mit ihm zur Schule gegangen war. Als Professor Dumbledore mich hergeführt hat, sind wir auf Harry und Ginny gestoßen. Sie hatten den Kinderwagen dabei und wollten spazieren gehen. Bernice ist von dem Baby ganz fasziniert. Er lächelte, aber er schien sich nicht ganz wohl zu fühlen. Die beiden passen auf sie auf? Fragte Hermine nach. Blaise nickte zögerlich, bevor er in den Raum hinein sagte. Hogwarts ist sicher? Es klang so, als wollte er sich selbst Mut zusprechen. Und wenn ich jemandem vertrauen darf, dann Harry. Er hat immerhin für Frieden gesorgt. Hermine hörte deutlich heraus, dass er anderen Menschen vertrauen wollte, er aber dennoch große Probleme damit zu haben schien. Mr. Zambini, begann Severus mit ruhiger Stimme. Sie haben uns offensichtlich wegen Schlaffes Bruder aufgesucht. Inwieweit können wir Ihnen weiterhelfen? Blaise nickte und zog einige Unterlagen aus seinem Umhang, bevor er erläuterte. Man hat durch eine Blutuntersuchung feststellen können, welche Zutaten sich in dem Trank befunden haben, der für Miss Parkinsons Zustand verantwortlich ist. Severus hielt ihm seine Hand entgegen und erwartete die Unterlagen, die sein ehemaliger Schüler ihm ohne Umschweife gab. Severus las die Unterlagen, bevor er sagte: Was genau möchten Sie von uns? Ich möchte Sie bitten, herauszufinden, wie der Trank verändert worden ist, damit man einen Gegentrank brauen kann. Professor Junot meinte, die Kapazitäten des Mungus seien sehr beschränkt und dass man Hilfe von außerhalb anfordern müsste. Ich dachte, ich nehme das selbst in die Hand. Bevor Severus etwas fragen konnte, fügte Blaise sehr aufgeregt hinzu. Weder Professor Slughorn noch das Ministerium hat bisher auf die Anfrage reagiert, während sie beide innerhalb kürzester Zeit nicht nur den Trank, sondern auch die Zutaten von Schlaffes Bruder nennen konnten. Wie Sie den Unterlagen von Professor Junot entnehmen können, sind die von Ihnen genannten Zutaten identisch mit denen im Blut von Pansy. Blaise war so aufgeregt, dass er sich verhaspelte, sodass er ein paar Mal tief durchatmete, um sich wieder zu beruhigen. Es sind noch Restbestände von anderen Zutaten gefunden worden, die möglicherweise darauf hindeuten könnten, inwieweit der Trank verändert worden war. Severus nickte, blickte erneut auf die Unterlagen des Krankenhauses
und sagte, als er seinen dünnen Zeigefinger auf eine der gefundenen Inhaltsstoffe legte. Ich werde Harry bemühen müssen. Hermine stutzte. Wieso Harry? Sie anblickend, erklärte er mit besonnener Stimme. Weil ich davon ausgehe, dass ich Gewebeproben eines Basilisken in den Tiefen von Hogwarts finden werde. Doch die Kammer kann ich nicht öffnen. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.